Ja, hier ist wieder die Praxis Miracura. Mein Name ist Christoph Arnold und ja, heute Teil 6 der Heilmethoden, die du selber in der Hand hast. Und ja, hier mal ein Warnhinweis, denn wenn wir so intensiv atmen, dann kann es uns schwindelig werden und dann wäre es eben gut, wenn du fest sitzt oder vielleicht die Übung im Liegen machst, weil es eben, wie gesagt, dazu führen kann, dass du ein Schwindelgefühl bekommst oder vielleicht sogar umkippst, einfach weil du das nicht gewöhnt bist. Es ist nichts Schlimmes, aber es kann eben dazu führen, dass man da unsicher wird auf den Beinen und ich möchte nicht, dass du dich da in irgendeiner Form verletzt. Ja, nämlich das Thema Atmen. Daran kann man schon sehen, was für ein Power die Atmung haben kann. Und heute möchte ich dir einfach ein paar Methoden des Atmens vorstellen, damit du eine Idee hast und das ausprobieren kannst für dich und schauen kannst, spüren kannst, was das mit dir macht. Da ist zum einen das schnelle, verbundene Atmen. Das heißt praktisch keine Pause dazwischen. Dabei wird der Körper meist zu wenig ausatmen und deshalb kommst du irgendwann in einen Zustand, wo du Probleme hast, wirklich noch Sauerstoff aufzunehmen. Und das kann eben zum Beispiel auch zu Schwindel führen. Ich mache das mal vor. Du kannst es aber auch erst einmal ruhiger angehen lassen. Oder die Methode des sogenannten Feueratmens, wo wir versuchen, uns vorzustellen, eine Flamme in einer gewissen Entfernung vor uns, die möchten wir auspusten. Und dummerweise brauchen wir mehrmals, die auszupusten. Wir achten dabei eben mehr auf das druckvolle Ausatmen. Die Einatmung, die kommt automatisch, okay? Atmen. Mach du diese Übung ruhig ein wenig länger, damit du den Unterschied spüren kannst für dich und spüren kannst, ob sich irgendetwas in deinem Körper tut. Vielleicht hast du ja auch schon einmal von der Wim Hof Methode gehört, wo ja ein Niederländer auf eine Atmung gekommen ist. Die hat er auch nicht unbedingt erfunden. Es gibt also Atemübungen schon Jahrtausende. Und dabei wird jetzt eben Folgendes kombiniert, dass man tiefe Atemzüge ein- und ausatmet ohne Pause und dann irgendwann mit dem Ausatmen endet und so lange wie möglich versucht, nicht wieder einzuatmen, dann einatmet und dann wieder versucht, die Atmung so lange wie möglich anzuhalten. Wenn du genaueres wissen willst, schau dir bitte einfach bei YouTube Videos an, Wim Hof Atmung, da wirst du was finden. Ja. Ich mache das mal nur in Ansätzen vor, damit du eine Idee hast. Auch er empfiehlt, dass
möglichst im Liegen zu machen. Und dann, jetzt, ich verkürze das, normalerweise macht man 30 Zyklen und dann beim letzten Mal richtig ausatmen. Ich kürze jetzt mal ab, sonst wird das Video zu lange. Und dann ausatmen und wieder ganz normal weiteratmen. Manche empfehlen auch, in einem gewissen Rhythmus zu zählen. Auch das kannst du ausprobieren, inwieweit das für dich etwas ist. Ich bevorzuge diese Methode nicht so sehr, weil sie zu sehr dann bei den Zahlen hängt. Allerdings als Konzentrationsmethode, wenn du, sag ich mal, aus deinem Kopf herauskommen möchtest, dann wäre die 4-4-4-4-Methode gut, also einatmen, anhalten, ausatmen, anhalten. Okay, also vielleicht die, so wie ich das jetzt gemacht habe, die Finger zur Hilfe nehmen, sodass du einen gleichen Rhythmus hast zwischen Einatmen, Pause, Ausatmen, Pause. Auch das kann für dich eine hilfreiche Unterstützung sein, entsprechend deine Energien wieder zu aktivieren. Dafür empfehle ich allerdings eben eher diese Stoßatmung, dass man wirklich richtig feste ausatmet. Wir hatten schon das etwas verlängerte, langsame Ausatmen, das heißt, wo wir versuchen, so lang wie möglich auszuatmen. Wir machen es einfach nochmal tief einatmen und jetzt nach dem Anhalten ausatmen. Dann wieder ganz normal weiteratmen. Immer zwischendurch ganz bewusst einmal wirklich alle Luft rauszupressen. Auch das aktiviert entsprechende Kräfte in deinem Körper und die stehen dir dann zur Verfügung, deinen Körper selbst zu heilen. Und deshalb finde ich das eben eine der wunderschönsten und einfachsten Möglichkeiten, weil der Atem ist Leben, das ist ja klar. Leben, in Anführungsstrichen hier auf der Erde, fängt mit dem ersten Einatemzug an nach der Geburt und beendet das Leben mit dem letzten Ausatmen. Und deshalb, ja, kann ich nur empfehlen, geh in diese Atmung hinein und probier dich selber aus. Wenn du sagst, Mensch, ich möchte gerne dabei Unterstützung haben, nimm gerne mit mir Kontakt auf unter meiner Homepage miracura.de. Da gibt es eine E-Mail und da gibt es auch eine Telefonnummer. Telefonnummer bitte nur für WhatsApp-Nachrichten. Danke dir.